Im Ahrtal von Weinbergen umgeben liegt die Stadt Ahrweiler. Hier wird seit über 1000 Jahren auf den Hängen Wein angebaut und im Laufe dieser Zeit schuf sich Ahrweiler einen Namen als Rotweinstadt. Eine aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtete Mauer mit 4 Stadttoren umschließt heute noch den Stadtkern. Im Norden das Adenbachtor, im Osten das Niedertor, im Süden das Ahrtor und im Westen das Obertor. Die Tore teilen die Stadt in 4 Stadtviertel. Sie führen die seit dem Mittelalter überlieferte Bezeichnung Hutten. Die Hutengemeinschaften oder Nachbarschaften wählten sich einst Heilige, die sie beschützen sollten. Die 4 Heiligenstatuen befinden sich an den jeweiligen Stadttoren. Das Ahrtor. Die Ahrhut hat als Schutzpatronin die heilige Barbara. Sie gehört zu den 14 Nothelfern und ist Beschützerin der Bergleute und der Artillerie. Sie sollte die größte Hut der Stadt vor Angriffen beschützen. Auf der anderen Seite des Ahrtors befindet sich ein Standbild der Mutter Gottes. Das Niedertor. Die heilige Katharina mit dem zerbrochenen Folterrad ist Schutzpatronin der Niederhut. Sie ist ebenfalls eine der 14 Nothelfern. Das Adenbachtor. Schutzpatronin der Adenbachhut ist die heilige Maria, zugleich Schutzheilige der seit dem 14. Jahrhundert bestehenden Ahrweiler Winzerbruderschaft. Das Obertor. Die heilige Ursula ist Schutzpatronin der Oberhut. Als kölnische Heilige wurde sie in der ehemals kurkölnischen Stadt Ahrweiler verehrt. In der Stadtmitte steht die 1269 erbaute Laurentiuskirche, eine der ältesten gotischen Hallenkirchen im Rheinland. Am Marktplatz kreuzen sich die von den 4 Toren kommenden Straßen. Den 4 Huten gehören 4 Junggesellenvereine an, die in Ahrweiler wichtige Brauchträger sind. Zusammen bilden sie die St. Laurentius Junggesellenschützenbruderschaft. Sie übernehmen die Organisation des Preismaskenballs und haben während des Winzerfestes einen Weinstand in ihrem Backes. Am Martinsfest gestalten die Junggesellen 4 Bergfeuer und 4 Schaubilder, die von einer Kommission bewertet werden. Hier auf dem Marktplatz findet die Prämierung des besten Feuers und des schönsten Schaubilds statt. Drei Wochen vor dem Martinsfest treffen sich die Junggesellen der Ahrhut in einem Sägewerk, um ihr diesjähriges Schaubild zu gestalten. Hinter der Decke verbergen sich die Pläne, nach denen das Schaubild gebaut wird, denn die Motive der einzelnen Huten bleiben bis zum Festtag streng geheim. Oder der hat, oder du hättest die 6 cm dabei. Messen wir aber die letzten uns noch. Die 275 plus 6, damit 281 sind. Mitte? Ja, die ganz Latz. Die ganz Querlatz, aber die muss 181 sind. Heinz-Peter Hoppe, Vorsitzender des Ahöder Junggesellenvereins, Schultes genannt, leitet die Arbeit. Thema bei den Junggesellen der Ahrhut in diesem Jahr ist das 100-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. An dieses Ereignis soll das Schaubild eines Feuerwehrwagens erinnern. Ihr messt 135? Alles klar. Dann ziehen wir das weg. Ja, machen erstmal die 2 Queren rein. So, alles klar. So, 106. So, die erste Idee.
Das machen wir 45. 45 von mir. Okay. Also, gewaltig 23. So. Ja, 45. Ich hab direkt 22. Bohren und. Oh ne, Eck da hinten noch verschraubt. So. Dann die Eck. 8, 3. Der Schultes und Horst Jacobs legen die Kanthölzer für das Führerhaus nach vorgegebenem Maß an. So, fertig, der Eck kann vorschauen. So. Geht hier hin, geht hier weg. Sobald die Hölzer in der richtigen Position liegen, werden sie auf das Grundgerüst geschraubt. Die Arbeit am Führerhaus ist beendet. An der Säge schneiden der Schultes und Rainer Knieps die Latten für den nächsten Arbeitsgang auf eine Länge. Das Sägewerk stellt diese Tannenhölzer den Junggesellen kostenlos zur Verfügung. Als Gegenleistung überlassen sie ihm ihren Maibaum. Die Unkosten für das Martinsfest bestreiten die Junggesellen selbst. Sie müssen dafür bis zu 2000 D-Mark aufbringen. Diese Kosten werden durch Mitgliedsbeiträge, durch Einnahmen bei der Organisation von Festen und vor allem durch Spenden gedeckt. Da zurück? Nee. Dann Mitte. Ja, Mitte. So, da schieben. Hoch. Bei den Vorbereitungen für das Martinsfest teilen sich die Junggesellen der vier Huten in je zwei Arbeitsgruppen. Eine baut das Feuergerüst auf und die andere ist für die Ausführung des Schaubilds zuständig. Nachdem die Junggesellen alle Teile des Feuerwehrwagens zusammengebaut haben, werden sie nun die Leiter anbringen. Für die bewegliche Leiter benötigen sie ein Scharnier. So, einen noch. So, jetzt tun wir das probieren. Wenn alle Schrauben festgezogen sind, prüfen die Junggesellen die Beweglichkeit der Leiter. Dem Wagen fehlen jetzt nur noch die Räder. Während das erste Rad bereit liegt, schrauben Arno Monreal und Georg Hauser das zweite Rad zusammen. Auf einem viereckigen Brett liegen drei 40 cm lange Hölzer sternförmig übereinander. Der Wagen misst ca. 8 x 4 Meter. Die Leiter ist 10 Meter lang. Die Winzerfestzeit Anfang September ist für den Vorstand des Junggesellenvereins ein Termin, an dem sie das Thema des Schaubilds entwickeln. Der Vorstand mit 9 Mitgliedern hält das Motiv bis zum Festtag geheim. Nicht nur gegenüber den anderen Huten, sondern auch innerhalb der eigenen Hut. So können sie sicher sein, dass ihr Geheimnis vor den anderen bewahrt bleibt. Meinst du? Die drei Planzeichnungen für den Feuerwehrwagen hat ein Bauzeichner der A-Hut angefertigt.
Ein Gesamtplan ohne detaillierte Maße, ein Lattenplan und ein Fackelplan, alle im Maßstab 1 zu 25. Laut Plan werden ca. 100 Fackeln benötigt. Nach vorgegebenen Maßen zeichnet der Schultes die Positionen der Fackel in einem Abstand von 50 cm an. In die Markierungen schlagen Frank Jakob und Arno Monreal 18 cm lange Nägel ein, auf die später die Pechfackeln aufgesteckt werden. Wenn die Fackeln am Martinsfest nach Einbruch der Dunkelheit angezündet sind, wird ein leuchtender Umriss des Feuerwehrwagens erscheinen. Neben ihm ein ebenfalls leuchtender Schriftzug mit dem Motto des Bildes. Damit bei angezündeten Fackeln die hellen Hölzer nicht durchscheinen, wird das Lattengerüst mit dunkelbrauner Farbe gestrichen. Ja, vor allen Dingen müssen die Latten richtig gestrichen sein. Frank Jakobs streicht zunächst nur die Latten an, die keine Fackeln tragen. Die ungestrichenen Teile sollen einen ersten optischen Eindruck vom späteren Schaubild vermitteln. Wenn das gesamte Gerüst gestrichen ist, zerlegen es die Junggesellen in drei Teile. Am Martinsfest werden sie in der Frühe per Lastwagen zum Weinberg hinaufgefahren, dort wieder zusammengefügt und aufgestellt. Zwei Wochen vor dem Martinsfest gehen die Schüler, Schanzemännchen genannt, in den Wald, um Fichten und Tannenzweige für das Martinsfeuer zu schlagen. Als es noch Nachmittagsunterricht gab, hatten die Kinder in der Woche, in der sie das Brennmaterial sammelten, nachmittags schulfrei. Heute brauchen sie während dieser Zeit keine Schulaufgaben zu machen. Früher zogen die Schüler von Haus zu Haus und baten mit einem Heischelied um Brennmaterial, das sie mit viel Mühe zum Feuerplatz brachten. Dann mussten sie jedoch das Heischen aufgeben, da der starke Straßenverkehr es nicht mehr zuließ und weil sich die Bürger zum Teil belästigt fühlten und oft kein Brennmaterial im Hause hatten. Die Mertesjunge gehen heute nur noch im Wald reisig sammeln. Jede Hut hat ihren Waldbereich in der Nähe des Feuerplatzes. Es ist ein Stück Gemeindewald, in dem die Schuljungen die unteren dürren Äste schlagen dürfen. Dadurch säubern sie gleichzeitig den Wald. Die Schanzemännchen bilden den Nachwuchs für den Junggesellenverein. Sie werden schon im frühen Alter mit den Vorbereitungen zum Martinsfest vertraut gemacht. Die Kinder sind stolz, dass sie an der Gemeinschaft der Junggesellen teilnehmen dürfen. Sie müssen zwar schwer arbeiten, genießen jedoch das Leben in der Gemeinschaft. Hier rauchen sie ihre erste Zigarette und trinken ihr erstes Bier. An einem Tag schlagen die Jungen so viele Äste, dass ca. 10 Schanzen gebunden werden. Die Älteren unter ihnen binden in 3 bis 4 Stunden ca. 50 Bündel zusammen. Die Junggesellen schaffen etwa 80. Heute beaufsichtigt der Schultes die Kinder bei der Arbeit und er bündelt selbst die geschlagenen Zweige. Für das nächste Bündel schneidet er ein langes Stück Draht von der Rolle ab. Ja,
Ein Bund hat ca. 100 Äste und wiegt ungefähr 7 bis 8 Kilogramm. Jede Hut sucht sich in ihrem Waldbereich ein Dickicht, in Ahrweiler Schanzenkaul genannt, um den Reisig zu verstecken. Denn es kommt oft vor, dass die Junggesellen der anderen Huten die Schanzen entwenden oder pitchen, das heißt die Drähte durchkneifen. Auch das Schaubild kann entwendet werden. Am Festtag werden die Junggesellen die Schanzen per Lastwagen zum Feuerplatz transportieren, der einiges höher auf dem Berg liegt als der Schaubildplatz. Am Samstag vor St. Martin begeben sich die Junggesellen und die Schulkinder der vier Huten in aller Frühe zu den Weinbergen. Hier haben sie ihren festen Platz, wo sie Feuer und Schaubild aufstellen. Den ganzen Tag über herrscht auf den Bergen große Aufregung, denn jede Hut kämpft um den ersten Preis. So, hey, komm, Job, Amo, eine Packe. Die Gruppe des Ahöder Schaubilds auf den Nochthängen empfängt den Laster mit dem Bild des Feuerwehrwagens und den Buchstabengestellen und lädt die einzelnen Teile ab. Die Junggesellen berichten von einem üblen Streich der Oberhut. Diese hat das Schaubild aus dem Sägewerk entwendet. Nach langem Suchen konnten jedoch die Ahöder es wieder finden. Ah, warte, Zement, Zement. Also, da muss der Frömmsch anheben. Und da einer dran hier. So. Pass auf, das ist direkt die Streb mit. Hey, jetzt doch rüber, Jupp. Doch rüber. Der Schultes legt die Standpunkte des Wagens und der Buchstaben fest. Das kann ich bestimmt schlagen. Sind mir Schuhe tragen, wer gleich. Das ist doch nicht schlimm. Das ist ja. Das ist ja für da unten. In den 50er Jahren fingen die Mertesjunge an, mit Fackeln in der Hand sich zu Bildern aufzustellen, die von der Stadt gut zu erkennen waren. Diese lebendigen Bilder erfuhren im Laufe der 50er und 60er Jahre eine ständige Verbesserung. Heute werden die Fackeln auf Holz- oder Metallgestelle montiert, sodass sie deutlicher zu sehen sind. So, legen wir da ein Häufchen hin, da ein und da ein. Vier, damit wir die nicht alle auseinander klamüsern müssen jetzt. Ne? Und J, A, A, R und E, da legen wir hinten rüber. Was ist das? Das ist ein B. Ja, das kann man hier. Ja, das tun jetzt die Unkultivierten. Ach, du Liebe, Junge. Das ist ein A, da brauchen wir als erstes. Da lege ich mal links dahin. Die 2x3 Meter großen Buchstaben des Schriftzugs sind, anders als das Schaubild, aus Metall. Den festen Rahmen können die Junggesellen variabel nutzen, indem sie die Positionen der Fackeln verändern.
Okay. So, fertig. Kannst du direkt abfahren. Auf der Grip. Auf einem höher gelegenen, etwa 200 Meter entfernten Brachland baut die zweite Mannschaft das Feuergerüst auf. Die Junggesellen haben an den Vortagen die etwa 15 Meter hohen Stämme selbst geschlagen. Das Gerüst der Ahöder Junggesellen besteht aus 5 Stämmen, während die anderen Huten hierfür nur 4 nehmen. Da die Ahut oft Schwierigkeiten mit den Windverhältnissen hat, soll der 5. Stamm den starken Wind an der keilförmigen Angriffsfläche umlenken. Beim Bau des Feuergerüsts hat jede Hut ihre eigene Konstruktion, die sich im Laufe der Jahre bewährt hat. Voraussetzung für ein gut brennendes Bergfeuer ist schönes Wetter und vor allem kein Regen, damit die Flammen hochlodern können und vom Wind nicht seitlich abgetrieben werden. Ein Kleinlaster bringt die erste Fuhre Reisig aus der Schanzenkaul. Die an den Vortagen gesammelten Reisigbündel werden im Laufe des Tages in mehreren Fuhren zum Feuerplatz transportiert. Das Abladen ist Aufgabe der Schulkinder. In die großen, senkrechten Gerüststangen schlägt Jürgen Lingen Kerben ein, in die später kurze Querstämme eingesetzt werden. Rolf Groß und Frank Jacobs zersägen hierzu die kleineren Stämme auf 1,60 Meter. Mit diesem ersten Querstamm beginnen die Junggesellen, die unterste Stufe des Gerüsts, Rost genannt, zu bauen. Sie fangen damit auf einer Höhe von etwa 70 Zentimetern an, um eine gute Durchlüftung des brennenden Feuers zu erreichen. Die Schaubildmannschaft hat inzwischen die einzelnen Teile abgeladen und stellt nun die Buchstaben des Schriftbilds auf. Feuer und Schaubilder der 4 Huten werden am Abend von einer Kommission bewertet. Diese setzt sich aus 7 Personen zusammen, den Vertretern der 4 Huten, dem Vorsitzenden des Nachtdienstausschusses, dem Bürgermeister und einem Sprecher des Elternbeirats. Vom Kanonenturm aus werden sie kritisch die Feuer und die Schaubilder beobachten, um anschließend nach einer Beratung ihre Entscheidung für das schönste Schaubild und das beste Feuer zu fällen. Auf dem Marktplatz findet dann die Prämierung statt. Die Junggesellen stellen die Buchstaben in 1,50 Meter Abstand nebeneinander auf. So, jetzt sehen. Mission zu. Rennen. Langsam rennen. Danke. Langsam. Dann versuche ich immer so. So, stopp. So. Jeder Meter 25, guck mal, macht die das. Schmerzt natürlich ab. Höher, bisschen höher. So. Stopp. Höher. Du bist höher. Das Ding ein bisschen höher. Noch höher.
Noch jetzt. Gut. Und jetzt ab. Ablassen, jawohl. Drin damit, drin damit. So. Ja, Hände Defe, guck mal, dann hau uns Hände durch. Hau uns Hände mit dem Finger drauf. Ja, drauf, ganz drin auf. Gut. 100%. Dein runter. So, gut. Hau ein bisschen rein, ja. Los, gut. Ist gut. So, fertig. Nochmal Hände rüber. Nächste. Die Latten machen. War lange, ich sehe schon eine nette Maschine. So, schau schon an den Buchstaben dran, doch. Ja, im Moment habe ich die Latte. Ja, die habe ich allein. Die Gruppe am Feuergerüst ist ein Stück weitergekommen. Der Rost muss fest und stabil sein, denn bei ca. 350 Schanzen, die eine gute Tonne wiegen, trägt sie die Hauptlast. Alle Hölzer werden mit Draht zusammengebunden. Immer wieder bringt der Traktor die gelagerten Schanzen zur Feuerstelle. Hier, komm, lang, lass mal ihn stehen, Junge. Noch eine, ja, aber jetzt muss man gucken. Das ist zur Sägen mit einer. Tun wir das mal ganz kurz vor, oder? Ich will nicht so wegen. Auf den Rost legen die Junggesellen die Palette, die ganz genau eingepasst wird. Sie bildet eine ebene Grundfläche, auf die die Schanzen aufgeschichtet werden. Hier noch eine. Die überzähligen Paletten werden verbrannt. Das Martinsfeuer in Ahrweiler hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. 1912 kannte man noch die ungeordneten Züge der Mertesjunge. Nach Abbrennen des Feuers zogen sie mit selbstgemachten Lumpenfackeln auf den Weinbergspfaden zu Tal und sangen dabei die in Ahrweiler bekannten Kampflieder. In der Stadt kam es zu regelrechten Kämpfen zwischen den verschiedenen Huten, denn jede hielt ihr Feuer für das Beste. Die Bürger fühlten sich belästigt und forderten die Abschaffung der Martinsfeuer. 1913 führte Rektor Strauck einen geordneten Lumpenfackelzug ein. Er versammelte die Burschen aller Huten am Niedertor und zog mit ihnen singend durch die Straßen der Stadt. Ihm lag es sehr daran, den Brauch zu erhalten. Nach einer Unterbrechung während des Krieges wurde der Martinsbrauch in dieser Form erst 1922 wieder aufgenommen und fand bei den Bürgern viel Anklang. Jede Hut hat ihre eigene Technik, die Reisigbündel zusammenzulegen, denn im Laufe der Jahre haben die Junggesellen gelernt, wie sie am günstigsten das Brennmaterial fachgerecht auf den Rost schichten. Alle 1,5 Meter beschweren die Junggesellen die Schanzen mit den kurzen Stämmen. Die Querhölzer werden wiederum mit Draht an die hohen Stangen festgebunden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Bündel in sich zusammenfallen. So wird ein gleichmäßiges Brennen gewährleistet. Auf dem Schaubildplatz fügen die Junggesellen die letzten Teile des Feuerwehrwagens zusammen. Als der geordnete Lumpenfackelzug 1922 wieder aufgegriffen wurde, gründete sich im selben Jahr der Martinsausschuss. Er ist der Organisator und Träger des Martinsfestes und setzt sich zusammen aus den Vertretern der 4 Huten, an der Spitze der jeweilige Hutenmeister, den Vorsitzenden der 4 Junggesellenvereine, einem Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, einem Elternsprecher und dem Rektor der Grundschule, der den Vorsitz hat.
Nun werden die Junggesellen den fertigen Feuerwehrwagen aufstellen. So, jetzt langsam runter. Mach keinen Fehler. Stopp. Komm, du ein bisschen runter. Weiter, Pien. Diese Hölzer dienen als Stützen, damit das Schaubild aufgerichtet werden kann. Kinder bereiten die Fackeln zum Aufstecken vor. Sie brennen sie im kleinen Feuer an, um abends ein schnelleres Anzünden zu ermöglichen. Ja, du her. Messer. Ja. Er ist 166 Stunden. In die Höhe, die tun noch schwer in Brasel. Ich habe noch keine einzige Bordstunde. Die Jugendlichen stecken nun die Fackeln auf die großen Nägel. Für das diesjährige Schaubild werden ca. 700 Fackeln benötigt. Bei den Martinsvorbereitungen stellen diese Fackeln einen sehr großen Kostenfaktor dar. Ein Stück kostet 85 Pfennig. Nur die Fackeln auf den beweglichen Teilen, wie hier der Leiter, werden mit Draht festgebunden. Nach der Pause bringen die Junggesellen die Fackeln an den Buchstabengestellen an. Allmählich ist der Buchstabe R zu erkennen. Die Gruppe am Feuergerüst ist ein gutes Stück weitergekommen. Am Abend wird das beste Feuer mit einem Silberteller prämiert. Für das schönste Schaubild hat der Martinsausschuss einen kupfernen Wappenteller gestiftet. Gewinnt eine Hut dreimal hintereinander oder fünfmal in loser Folge, dann geht der Teller in ihren endgültigen Besitz über. Wie die A-Hut haben auch die drei anderen Huten am frühen Morgen mit dem Bau des Feuergerüsts begonnen. Ihre Feuerplätze sind auf den gegenüberliegenden Hängen südlich der A verteilt. Die Niederhut hat ihr Feuer auf einer Anhöhe freistehen. Sie hat den windempfindlichsten Feuerplatz. Die Junggesellen hier haben eine eigene Technik beim Legen der Schanzen entwickelt. Sie bauen eine Art Stufenfeuer aus 8 Etagen. Jede Etage wird schichtweise mit Birken- und Tannenreisern gefüllt. Die 6. Etage mit Holzwolle. Mit Hilfe von gespannten Seilen werden die Stämme oben auseinandergezogen. Die Schanzen stehen an den Seiten etwas vor, damit das später angezündete Feuer auch außen gleichmäßig brennt.
Bei der Adenbach-Hut, der kleinsten Hut, stehen Schaubild und Feuer dicht beieinander. Dies ist geländebedingt. Das Schaubild zeigt die Umrisse einer Kirche. Anders als bei der A-Hut sind die Buchstabengestelle hier aus Holz. Diese lassen nur eine einmalige Verwendung für nur einen Buchstaben zu. Circa 150 Meter vom Schaubild entfernt baut die zweite Gruppe das Feuergerüst auf. Das Brennmaterial besteht nicht aus gebündelten Ästen, sondern die Junggesellen tragen schichtweise einzelne Laub- und Nadelholzreiser auf. Die Oberhut hat den günstigsten Feuerplatz. Er ist vor allem windgeschützt. Wie bei der Niederhut werden die Stangen mit Hilfe eines Seils auseinandergezogen. Kurz vor der Spitze binden die Junggesellen sie wieder zusammen, um beim angezündeten Feuer eine gerade Flamme zu erhalten. Die Feuergerüste der Oberhut, der Adenbach-Hut, der Niederhut und der A-Hut müssen bis zur Abenddämmerung fertig gebaut sein. Um 17.30 Uhr werden sie angezündet und anschließend von der Martinskommission bewertet. Nach deren Kriterien erläutert Rudi Becker, ein Bürger aus der Oberhut, die Feuer- und die Schaubilder. Wenn man das Lücke der Glocke von St. Laurentius hier in Avele hört, das ist das Zeichen zum Armstechen der Feuerung. Hey, von hier noch! Jetzt, wo die Feuer aufbrennen, kann man auch ein Wort zu den Kriterien sagen, wonach die Feuer nachher bewertet werden. Die Feuer sollen sich ja in 5 Minuten entwickelt haben. Und von 5:30 bis 5:45 gleichbleibend Jodstorm. Sie sollen hu, gerad, schlank, nicht so breit und nicht so schnell abbrennen. Es darf keine schwarze Mann drin sein. Das ist, wenn in der Mitte Stellen sind, die nicht brennen. Das Feuer soll glatt durchbrennen und nicht so weit oder so weit ausschlagen. Das ist hier in Avele, wie mir sagen, ein richtig schön mehrtes Feuer. Hier in Avele wird nicht nur ein Feuer gezündet, sondern hier ist der Kampf zwischen der A-Höhde, der Oberhöhde, der Adamshöhde und der Niederhöhde. Wenn wir jetzt das Feuer von der Niederhöhde sehen, es brennt so richtig von unten bis oben durch. Und hier haben wir auch mit dem Wind ein bisschen Glück. Denn gerade die Niederhöhde, wie auch die A-Höhde, haben Schwierigkeiten mit dem Windverhältnis. Und man sieht jetzt an der Flamme und am abziehenden Qualm, dass hier ein günstig Wettische zum Abbrennen der Feuer ist. Bei der Ademisch sehen wir jetzt, das Feuer ist nicht mehr jam zu. Vermutlich hat man zu wenig Brennmaterial angeschafft oder die Schanze zu locken aufgebaut. Und wenn wir links rüber kicken, bei der Oberhöhde, da sind schwarze Stellen drin. Die müssen natürlich schnell wegbrennen, um die Feuersäule durchziehen zu lassen. Bei der Oberhöhde sieht man jetzt, dass sich das Feuer wieder geschlossen hat. Der schwarze Fleck ist weg und die Flammen ziehen richtig grad durch. Die Jungen von der A-Hut haben im Moment ein bisschen mit dem Wind zu tun. Und ich habe ihr gesagt,
dass der Tück einigermaßen windstill ist. Aber jetzt sieht man, dass die Flamme schwer oder See schlägt. Trotzdem, das ist ein imposant großes Feuer. In der Breite liegt ein breites Gebot wie die anderen Feuer, aber trotzdem sehr ansprechbar. Nachdem die Feuer zum Teil abgebrannt sind, fangen sie jetzt an, die Schaubilder zu entwickeln. Auch die Bilder, die jede Hut oder jede Junggeselle freien gestaltet, werden wie die Feuer prämiert. Und es ist auch ein Kriterium gesetzt. Gute Schriftzug und die Zeit von Fiedel für 6 bis 6 Uhr muss eingehalten werden. Habt ihr jetzt alle Feuer? Ja! Die packt doch mit, wenn die Buchstaben gehalten. Verböhnt und abgelehnt ist die Werbung für irgendeine Firma. Es soll also nur Aktuelles aus unserem Städtchen dargeboten werden. Wenn wir jetzt anfangen mit der A-Höhle, ein Jubiläum aus diesem Jahr, 100 Jahre Feuerwehr anwählen. Reißt das Symbol der Freiwilligen Feuerwehr mit einem beweglichen Leiterwagen. Auch bei den Junggesellenvereinen sind ja die Feuerwehrkameraden tätig und in Aktion. Deshalb auch ein Dank an die Jod Avelewehr. Bei der Overhut, großartig gelungen, Overhöde Jungen, eine Anspielung auf eine Overhöde Jung, der Großgart heißt und dessen Frau Drillinge gekriegt hat. Die Ademische gestaltet ihr Schaubild mit der Neugestaltung von Osemart. Das Symbol der Kirche und des Brunnens wird mit dem Schriftzug Neuer Markt im alten Stil ergänzt. Hiermit ist natürlich auf die Restaurierung von unserem Avelermaat hingewiesen. Die Niederhut hätte imposant Schaubild geschaffen, was auf die jüngste Schützengesellschaft von unserer Stadt hinweist. Der Schriftzug Heiliger Alvisius, Vorbild für lebende Tradition. Dort drunter steht der kniende Alvisius und die Jahreszahlen 1813 und 1988. Denn seit dieser Zeit besteht nämlich die Alvisius-Jugend. So hört sich jede junge Sellerfreiheit ein Motiv raus, mit dem er ob aus Vaterstadt oder ob das Aktuelle in unserer Vaterstadt hinweist. Und wie es sich zeigt, haben in diesem Jahr die Junggeselle das ganz einmalig gelöst. Licht aus! Um 18 Uhr, wenn die Bewertungszeit abgelaufen ist, löschen die Jugendlichen die Fackeln der Schaubilder. Anschließend ziehen sie in die Stadt und singen das altüberlieferte Kampflied, das jede Hut für sich abänderte. Vor ihren Stadttoren schlagen alle Junggesellen und alle Schanzemännchen ihre Fackeln aus, denn es ist verboten, mit brennenden Fackeln in die Stadt zu ziehen. Die Jungen der Ahrhut werfen ihre Fackeln in die Ahr und begeben sich anschließend zum Marktplatz. Vom Marktplatz aus verfolgten viele Schaulustige, wie sich die Feuer- und Schaubilder auf den Bergen entwickelt haben. Rektor Klein wird die Martinsansprache halten
und anschließend den ersten Preis für das schönste Schaubild verleihen. Danach wird der Bürgermeister das beste Feuer prämieren. Liebe Eltern, geehrte Mitbürger, liebe Junggesellen von Arbeiter, ich möchte Sie alle im Namen der Aloysius-Schule und des Martins-Ausschusses zu unserem diesjährigen Martinsfest recht herzlich willkommen heißen. Unser besonderer Willkommensgruß gilt St. Martin, unserem alljährlichen Ehrengast. Ferner begrüße ich unseren Pastor, unseren Bürgermeister und unseren Ortsvorsteher, die wir ebenfalls in unserer Mitte wissen. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind und durch Ihre Mitfeier diesem alten christlichen Martinsfest in Ahrweiler Gewicht und Bedeutung verleihen. Danken möchte ich aber auch den vielen Mitarbeitern, die in wochenlanger Vorarbeit dieses Fest für euch, liebe Kinder, vorbereitet haben, den Mitgliedern des Martinsausschusses, der Stadtverwaltung, dem Lehrerkollegium der Aloysius-Schule, dem Deutschen Roten Kreuz, der Polizei, der Feuerwehr und den vielen Ungenannten, die Jahr für Jahr dafür sorgen, dass unser Martinsfest ordentlich und würdig zur Freude unserer Kinder abläuft. Gestatten Sie mir zum Schluss noch ein Dankeswort an die Junggesellen. Liebe Junggesellen, ihr tragt Jahr für Jahr die Hauptlast an zeitlicher und finanziellen Opfern, um unser Martinsfest um etwas Einmaliges zu bereichern. Eure 4 Bergfeuer und eure 4 Schaubilder sind in der Form einmalig und locken jedes Jahr viele schaulustige Gäste in unsere Stadt. Für eure Bemühungen um den Erhalt alter Tradition darf ich euch, liebe Junggesellen, im Namen des Martinsausschusses recht herzlich danken. Die Belohnung für euren Eifer ist die Prämierung für das schönste Schaubild und das schönste Feuer. Deshalb kommen wir jetzt zum spannendsten Augenblick dieses Abends, nämlich der Preisvergabe. Die Bewertungskommission hat beschlossen, in diesem Jahr den Preis für das schönste Schaubild an die Junggesellen der Niederhut zu vergeben. Ich bitte den Schultes zu mir zur Übergabe des Siegestellers. Den zweiten Platz hat die Adenbachhut erreicht. Der Martinsausschuss stiftet den Junggesellen der Adenbachhut 50 Liter Bier. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dankeschön. Ich darf nun unseren Bürgermeister bitten, den Preis für das beste Feuer zu überreichen.
Das beste Martinsfeuer hat in diesem Jahre nach Beschlussfassung durch den Martinsausschuss die Oberhut. Der Schulters wird nach oben gebeten. Den zweiten Preis hat die Niederhut. Das Mann Wein ist abzuholen bei der Stadtverwaltung. Nach der Preisverleihung formiert sich der Kinderfackelzug. An der Spitze reitet St. Martin hoch zu Ross, gefolgt von den Musikkapellen. Die Kinder der Grundschule, nach Klassen geordnet, führen ihre selbstgebastelten Fackeln mit. Am Zug beteiligen sich auch die Schanze Männche, nach Huten gegliedert. Sie tragen die großen Hutenfackeln. Von den Musikkapellen begleitet singen alle Zugteilnehmer die üblichen Martinslieder. Die Junggesellen gehen im Zug nicht mit. Nach der Preisverleihung begeben sie sich in ihre Stammkneipen und lassen doch den Zug an sich vorbeiziehen. Die Schaubilder von Ahrweiler sind in ihrer Art einzigartig im ganzen Rheinland. Sie stellen eine gelungene Bereicherung des Feuerbrauches dar, die bei den Einheimischen wie auch bei den zahlreichen fremden Besuchern Staunen und Begeisterung hervorruft. Die Schaubilder sind die Attraktion des Martinsfestes in der Rotweinstadt.